Erstmals seit Beginn der Corona-Krise hatte ich heute die Möglichkeit, den Außenminister Ungarns Péter Szijjártó hier in Budapest wieder persönlich zu treffen. Österreich und Ungarn arbeiten gut zusammen. Österreich und Ungarn sind Freunde und insbesondere während der Corona-Krise hat sich gezeigt, dass man sich aufeinander verlassen kann, dass wir im Sinne unserer Pendlerinnen und Pendler stets gute Lösungen finden konnten. Erst vor wenigen Tagen hat die Europäische Kommission das Migrationspaket präsentiert. Hier geht vieles aus österreichischer Sicht in die richtige Richtung. Eine bessere Zusammenarbeit mit den Drittstaaten, ein verbesserter Außengrenzschutz und Hilfe vor Ort. Auf der anderen Seite gibt es hier auch eine gemeinsame rote Linie. Weder Österreich noch Ungarn wollen eine Verteilungsquote der Flüchtlinge über Europa. Hier stehen wir zusammen. Keine weitere Verteilung von Flüchtlingen, auch nicht durch die Hintertür. Auf Schloss Gödelö hat sich gezeigt, dass Österreich und Ungarn natürlich auch ganz entscheidende historische Verbindungen haben. Das ist natürlich ein guter Nährboden für eine weitere gute Kooperation. Abschließend durfte ich auch die Europaministerin und Justizministerin Judith Wager treffen. Mit ihr verbindet mich mittlerweile eine langjährige Kooperation und mittlerweile auch Freundschaft. Dennoch, gerade unter Freunden kann man auch kritische Punkte ansprechen. Die Rule of Law, die Rechtsstaatlichkeit, das Artikel 7-Verfahren gegen Ungarn sind Themen, die diskutiert werden müssen. Und auch hier habe ich neuerdings klargemacht, Rechtsstaatlichkeit ist ein Grundwert der Europäischen Union und ist für Österreich nicht verhandelbar. Ich gehe davon aus, dass wir gemeinsam mit Ungarn Lösungen finden können, damit wir Österreich-Ungarn, aber auch die Europäische Union in eine bessere Zukunft führen können. Es gibt viele Themen, die jetzt behandelt werden wollen.